Im Opel Vectra muss der Fahrer schon beherzt eingreifen, damit er nicht die Kontrolle über das Fahrzeug verliert. Noch mehr Einsatz verlangt der Peugeot 407. Ein Dreher ist bei diesem Manöver kaum zu vermeiden. Wie es besser geht, demonstriert der neue Alfa. Wie an der Schnur gezogen absolviert der Italiener diesen Parcours. Bestnote. Dass das kein Zufall ist, demonstriert er auf trockener Strecke. Elchtest und schnelle Ausweichmanöver durchfährt der frontgetriebene Alfa Romeo mit höchster Souveränität. Das berichtet Automotor und Sport in der aktuellen Ausgabe. Das ist selbst im Zeitalter von ESP keine Selbstverständlichkeit, was durch die Lastwechsel des Honda Accord belegt wird. Zu den Gewinnern in der Fahrdynamikwertung gehören die Mercedes C-Klasse und der Ford Mondeo. Einziger Wermutstropfen für den Dreier BMW. Der erwartete Sieg in dieser Kategorie geht nicht nach München, sondern weiter nach Süden.